lauf auf'm Bürgersteig und denk mir nix dabei. Doch plötzlich kommt tatütata die Genderpolizei. Ich werd verhaftet wegen grober Sprachfahrlässigkeit. Denn es heißt, das weiß doch jeder Bürgerinnensteig. Frau Wachtmeisterin meint zu mir, ich soll's halt mal probieren. Alles, was ich so sag, gendergerecht zu formulieren. Ob Binnen-I, ob Genderstern, ob Doppelpunkt, egal. Alles klar von mir aus, dann probieren wir's halt einmal. Kindergartenschwesterin, Chefinnen, Sekretärin, Onkelinnen, Tantinnen und Samenspenderinnen, Bürgerinnen, Meisterin, Gottmutter in der Höhe. Hilf uns, heilige Jungfrauin vom Königinnensee. Später dann im Wirtshaus drin, steh immer weiß, mir schmeckt. Ein Mischgetränk mit Weizenbier, ganz Genderstern korrekt. Ein halbe Russin und ein Schweinsbraten, gerne bitte sehr. Die Wirtin lacht bei uns, sagt, an Russen gibt's nicht mehr. Schuld ist nur der Wladimir und darum heißt es hier Weizenlimonaden, Europäerinnenbier. Mein vielen Dank, sag ich, das ist mir zu kompliziert. Sie hat mir dann stattdessen eine Radlerin serviert. Kindergartenschwesterin, Chefinnen, Sekretärin, Onkelinnen, Tantinnen und Samenspenderinnen, Bürgerinnen, Meisterin, Gottmutter in der Höhe. Hilf uns, heilige Jungfrauin. Frage: Wird Genderbar eigentlich ein herrenloses Damenfahrrad? Wer mich kennt, der weiß, ich bin für Gleichberechtigung, für Inklusion, Diversität und Spracherneuerung, die alle integriert, egal ob Frau, divers und Mann. Doch das Gendern, dies mit Pause innen, hört sie heute so beschissen an. Kindergartenschwesterin, Chefinnen, Sekretärin, Onkelinnen, Tantinnen und Samenspenderinnen, Bürgerinnen, Meisterin, Gottmutter in der Höhe. Hilf uns, heilige Jungfrauin vom Königinnensee. Vom Königinnensee.